Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres Hauptgerichtrezept für euch mit Frikadellen. Gefüllt sind sie mit Kartoffeln. Ich werde erstmal die Frikadellen vorbereiten. Dafür habe ich 4 Scheiben Toast gerieben. Ihr könnt natürlich auch Paniermehl nehmen, eine große Zwiebel klein geschnitten. Dann brauchen wir ein Ei, einen halben Bund frische Petersilie, 3 Esslöffel Öl, eine Zehe Knoblauch. Wir brauchen 1 Kilo Hackfleisch. Ich habe jetzt Rindfleisch genommen. Ihr könnt natürlich auch gemischt nehmen. Dann brauchen wir Salz und Gewürze. An Gewürze habe ich ein bisschen rote Paprikapulver, Pfeffer, Chilipulver, getrockneten Thymian und ein bisschen Kreuzkümmel genommen. Ihr könnt natürlich auch eure Lieblingsgewürze hineingeben. Das Ganze wird jetzt mit dem Hackfleisch vermischt und richtig lange geknetet. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, wenn ihr Frikadellen vorbereitet, dass ihr es dann wirklich so ungefähr 15 bis 20 Minuten knetet, bis das Ganze miteinander bindet. Jetzt werde ich meine Frikadellen formen. Dafür nehme ich ein großes Stück von der Masse und habe das erstmal rund geformt und dann eine Vertiefung gemacht. Also so, dass ihr die später auch füllen könnt. Sie dürfen nicht sehr dick sein, aber auch nicht sehr dünn, sodass sie beim Backen auseinanderfallen. Ich habe sie jetzt in eine Auflaufform hineingegeben und dann werden sie erstmal im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad gebacken. Jetzt werde ich die Füllung vorbereiten. Dafür habe ich Kartoffeln gekocht und gestampft. Ihr könnt gucken, wie viel ihr braucht. Dann nehme ich 2 Esslöffel Öl, eine Zwiebel, die ich klein geschnitten habe, 100 Gramm geriebene Käse, Salz, Pfeffer, Chilipulver, getrockneten Thymian, frische Petersilie, frischen Dill und frische Pfefferminz. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Ihr könnt natürlich auch eure Lieblingsgewürze noch mit hineingeben. Die Frikadellen sind raus aus dem Ofen, die braucht ihr nicht lange zu backen, weil sie noch mal in den Ofen reinkommen. Ich habe meine Hände mit Öl bestrichen und aus der Kartoffelmasse richtig große Bällchen vorbereitet und die Frikadellen damit gefüllt. Dann habe ich geriebene Käse darüber gegeben und eine halbe Cherrytomate. Ich habe einen Esslöffel Tomatenmark und Salz vermischt und gebe 200 ml Wasser hinein. Das Ganze kommt jetzt über die Frikadellen, dann wird das wieder im Ofen zu Ende gebacken. So, jetzt sind sie raus aus dem Ofen. Optisch sehen sie richtig super aus und schmecken tun sie natürlich oberlecker. Dazu könnt ihr dann einen leckeren Reis machen. Das war's dann heute auch von mir. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!